hallo. Das Ding, weswegen ich eigentlich hier bin, ist leider zu. Kannst du machen nix, kannst dich drüber aufregen, ist aber leider so. Und da wir uns hier in einem Naturschutzgebiet befinden und das eigentlich eh ganz schön ist, habe ich mir gedacht, ich gehe einfach mal ein bisschen spazieren, wenn ich eh schon da bin und eine Stunde hierher gefahren bin. Und ja, mehr Natur geht eigentlich nicht. Direkt dahinter ist ein See, das zeige ich gleich nochmal. Da vorne ist irgendwo ein mega riesengroßer Steinbruch. Und hier gibt es einfach nichts. Also, kein Mensch hier. Nur so ein Trampelpfad, der um den See führt. Und keine Handyabdeckung. Also wenn hier irgendwas passiert, findet dich einfach keiner. Heieiei. Das ist aber wirklich ein flockiger kleiner Weg hier. Krass. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie nicht der offizielle Wanderweg hier. Alter, wie krass sieht das denn aus? Das Ding hier sind die Überreste oder ist der Überrest von einem Braunkohletagebau. Irgendwie im letzten Jahrhundert entstanden. Und nachdem das natürlich alles dann nicht mehr sich gelohnt hat, weil die Mengen nicht gepasst haben, hat man das sich selbst überlassen und das Loch hat sich dann mit Wasser gefüllt. Das ist jetzt, glaube ich, aktuell so um die 30 Meter ungefähr tief. Und ich glaube, es ist auch Naturschutzgebiet hier. Man sieht da hinten, sieht man noch so ein bisschen Reste von, also hier an der Steinwand sieht man noch so ein bisschen die Reste vom Tagebau. Der ganze See ist eingefasst von diesen echt hohen Felswänden hier. Okay, woanders lacht man wahrscheinlich darüber, über diese Felswände. Alter. Alles gut. Der Weg ist super. Ey, was hier an Insekten unterwegs ist, ne? Das kann sich keiner vorstellen. Das ist eine richtige Geräuschkulisse hier um einen herum. Irre. Boah. Also der Weg, der ging ja jetzt noch ein bisschen weiter nach oben, wie ihr gerade seht. Und hier unten seht ihr den See. Jetzt seht ihr eine Fliege auf der Kamera. hier unten auch noch Reste der Halde. Ich denke mal, dass das die Halde ist. Und ganz da hinten, also die Aussicht ist halt einfach mega. Boah, hier geht es aber auch echt weit runter. Da gehe ich mal nicht zu nah dran. Ich habe hier gerade noch Leute getroffen. Einer, der hier scheinbar aus der Gegend kommt und sich hier auskennt. Und der meinte, dass das Kohleflöz hier unten drunter, was sich hier noch befindet, also der Rest vom Kohleflöz, seit ungefähr 300 Jahren brennt. Dadurch steigen hier auch teilweise giftige Gase hoch und der Berg ist teilweise auch gesperrt. Weil giftige Gase, naja, hier geht es aber auch teilweise wirklich richtig runter. Also, gut, hier jetzt nicht unbedingt, aber das ist schon, also man läuft hier eigentlich die ganze Zeit irgendwo an der Kante entlang und durch Grünzeug. Der Weg verschwindet so langsam, ich glaube. Ich glaube, das war's jetzt hier langsam. Also für alle die jetzt irgendwie so ein hochspannendes Video erwartet haben, sucht euch einen anderen Kanal. Nein. Normalerweise mache ich ja das mit den Bruchbuden auch total gerne. Aber eigentlich ist es auch widersinnig, weißt du, die Sonne scheint, es ist richtig warm draußen. Und man selbst stolpert in so einer alten, gammligen Schachtel herum, ne? Das ist so eigentlich totaler Blödsinn. Also mit Weg ist das hier eigentlich nicht mehr so viel, ne? Also Problem ist, von da bin ich gekommen. Und hier muss ich eigentlich lang. Aber hier geht es halt echt teilweise 2,5 Meter runter. Vielleicht auch 3,5.
glaube, ich habe mir eine Tasche kaputt gemacht an meinem Rucksack. Nee, ich gehe jetzt zurück. Hier geht's einfach nicht weiter. Punkt. Echt warm hier. Ich schwitze wie so ein... Weiß nicht was. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Der Weg ist weg. Ha! Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann auf der Kamera, aber irgendwo da oben, da sind wir rumgelaufen gerade eben. Und das sind, weiß ich nicht, das sind garantiert 30, 40 Meter sind das garantiert, die es da runter geht. Es ist schon cool. Für alle diejenigen, die jetzt irgendwie Bruchbuden, düstere Stimmung und dunkle Farben erwartet haben, ist das natürlich jetzt echt ein Schock, dass man hier Grün, Sonne und Lebensfreude hat. Das muss auch mal sein. Vor allem hier ist niemand, ne? Hier ist kein Mensch. Das ist echt schön. Das ist wirklich schön. So, hier ist noch was abgesperrt. Hier sind auch Schilder dran. Betreten verboten, Lebensgefahr mit einem Totenkopf vorne dran. Giftige Gase, Einbruchgefahr, Steinschlaggefahr. Wir gehen mal weiter außen rum, um den Zaun herum, weil so einen kompletten Steinschlag jetzt auf den Kopf zu kriegen, das fühle ich nicht. Fühle ich wirklich nicht. Dumm, die dumm, die dumm. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, und prompt lege ich mich auf die Schnauze, weil ich nichts gesehen habe. Ich drehe mal die Kamera. Hier, das ist ja hier gesperrt, also wir stehen direkt hier vor einem Zaun, wegen giftiger Gase. Und es riecht hier einfach, weiß ich nicht, so, als hätte irgendwann eine Gasflasche aufgelassen oder irgendwie sowas. Also, das ist, man riecht hier, das riecht irgendwie eigenartig. Aber es ist nicht... Ich kann es schlecht beschreiben. Schwefel ist das, glaube ich, nicht. Es riecht jedenfalls ganz eigenartig. Gehen wir lieber weiter. Ich bin ja vorhin schon mal hier lang. Da ist mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Aber jetzt, ich weiß nicht, der Wind steht vielleicht anders. Boah! Das ist schon beeindruckend. Mal abgesehen davon, dass hier stinkt wie... sonst was. Und da kommt auch langsam der Hang runter. Leute, ohne Witz, hier stinkt's. Als hätte irgendeiner... Oh nee, du machst ja keine Vorstellung. Das ist nicht schön. Ich gehe hier mal weg. Weil gesund scheint das ja eh nicht zu sein. Ich habe jetzt gerade noch mal bei Google Maps nachgeguckt. Jetzt weiß ich auch, warum es da stinkt. Ganz klar, bei Google Maps steht's. Das Ding heißt Stinksteinwand. Deswegen. Dann kann es ja nur stinken. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Das Problem, was es hier gibt, an dieser Stelle, warum es da oben auch stinkt und warum hier die Straße, die direkt vor mir liegt, eigentlich gesperrt ist, ist, dass dieser gesamte Hang, auf dem ich mich gerade hier befinde, am Abrutschen ist. Runter ins Tal. Und geologische Fachverständige, die davon also wirklich Ahnung haben, sprechen dann nicht von einem Maß, was man verkraften kann, von, ja, weiß ich nicht, 2-3 Millimetern oder sowas. Ich glaube, 1 Millimeter ist das im Jahr, was tolerierbar wäre hier an dieser Stelle. Wir reden aber von über einem Zentimeter im Monat. Das war zumindest der letzte Stand. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das über 1 cm im Monat abrutscht, das heißt über 12 bis 18 cm im Jahr, dann ist das für Gebäude, die hier stehen, natürlich nicht so besonders gut. Und das betrifft natürlich auch das Gebäude, wo ich eigentlich rein wollte, was geschlossen ist. Wir können einmal außen rum gehen, kann man sich das mal ansehen, aber rein kommen wir nicht, ist zu und ist auch gut so. Aber das ist schon ziemlich krass. Also die Straße, auf der wir uns jetzt hier befinden, die ist eigentlich komplett gesperrt. Also ich bin ja jetzt hier durch den Wald runtergekommen. Hier unten befindet sich das Gebäude. Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gezeigt. Na?
Und der gesamte Hang drückt hier einfach gegen den Küchentrakt. Und deswegen ist das Ding auch schon seit, lass mich nicht lügen, seit, also in einem Jahrzehnt garantiert gesperrt. Hier unten ging es scheinbar mal in den Biergarten rein. Da hängt noch ein Hinweis, Erdrutsch. Durch einen erheblichen Gebäudeschaden am Küchentrakt können wir sie vorerst nicht bedienen. Wir hoffen, dass wir sie so schnell wie möglich wieder starten können. So, ich befinde mich jetzt hier scheinbar in dem alten Biergarten. Um mich herum stehen hier noch so alte, richtig rustikale Bänke. Hinter mir ist das Gasthaus, was aber wie gesagt komplett zu ist. Da kommt man nicht rein und das ist eigentlich ist es ja auch gut so, wenn der Besitzer seinen Pflichten nachkommt und das Ding komplett dicht macht. Interessant wäre es trotzdem gewesen, aber ich sag mal so, die Tour war auch so ziemlich spannend gewesen. Ich schleiche jetzt noch mal ein bisschen außen rum, dass man so ein bisschen Außenaufnahmen noch mal hat, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr zu retten hier. Das Geländer, was hier noch steht, das ist auch schon. Da sieht man schon, dass das schon länger hier. Dass hier schon länger kein Betrieb mehr ist. Die Straße, die hier lang geht, die ist echt viel befahren. Also, es ist eine schöne, kurvige, bergige Straße. Scheint sehr beliebt zu sein, gerade so bei Motorradfahrern. Also, ich höre schon wieder Brummen da hinten. Hier hinten gibt es noch so einen Hinterhof, da ist alles ein bisschen vermüllt, aber eigentlich eher so Äste. Und hier vor hinten ist auch ein Tor, das ist allerdings auch zu. Und ein Scheunengebäude noch dazu. Kann hier so ein bisschen durchgucken. Aber sehen kann man da nicht wirklich was. Naja. Ich finde das super, dass genau da, wo man eigentlich rein will und das nicht klappt, dass man da zumindest ein Eis kriegt, als Trostpflaster. Die Welt nicht witzig? Ich hätte jetzt theoretisch einen Weg rein gefunden, aber ich mach's nicht. Stattdessen zeige ich euch jetzt einfach mal den Ausblick von hier. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich mega. So, jetzt sitze ich hier und warte auf meinen Bus. Man hört es vielleicht auch im Hintergrund. Es gibt Leute, die neigen zur Übertreibung.